Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und es gibt mal wieder was Neues zu verkünden, denn auf ihrer Facebook-Seite haben Foxy Venture, also die Firma hinter Horse Riding Tales, die neuen Araber, besser gesagt einen neuen Araber vorgestellt. Und das ist nämlich dieser hier, der North Grey. Und da haben sie auch ganz klar dazu gesagt, dass der in einem der nächsten Update, in einem kommenden Update sein wird. Also wir können gespannt sein, wann das neue Update kommen wird. Denn, das soll ja auch bald die Housing-Insel kommen. Und da können wir hoffen, dass da dann eben vielleicht auch dann schon wieder ein paar neue Pferde reinkommen. Aber was für mich auch noch viel wichtiger wäre, dass dann die Pferde eben auch hier in der freien Welt verfügbar sind. Ein paar der Pferde von den neuen sind ja auch schon in der freien Welt drin. Also wenn wir da ab und zu mal reingucken, die Araber zum Beispiel, die kommen hier schon rein. Also die, wir gucken mal ganz kurz. Von den Pferden her sind nämlich bei den Ankommen-Pferden, ne, bei den Rare-Pferden, genau. Da sind nämlich auch schon die Araber teilweise drin. Und diese Araber hier, die könnt ihr auch schon in der Welt drin fangen. Also alles, was bei Rare drin ist. Und da seht ihr nämlich zum Beispiel hier, das ist auch so ein Dapple Grey. Und wenn ihr da mal das vergleicht mit dem neuen Modell, da haben die sich schon ordentlich gemacht. Das neue Araber-Modell sieht da schon deutlich besser aus. Also was ich bisher gesehen habe, waren nämlich hier so gerade die braunen und die schwarzen Araber. Also die sind die ganze Zeit schon drin gewesen. Na, bei denen hier hatte ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass die schon drin sind. Aber auf jeden Fall die oberen waren schon drin. Vor allem auch schon die... Wo haben wir sie denn? Die Friesen. Da hatten wir ja auch schon einen gefangen in der freien Welt drin. So einen hier nämlich. Also die sind nämlich auch schon teilweise drin, die normalen Versionen. Deswegen hoffe ich mal, dass auch dann demnächst vielleicht auch mal das eine oder andere von diesen Pferden mit in die freie Welt reinkommt. Und wir schauen mal gerade, ob es vielleicht eine sinnvolle Pet-Quest gibt. Also Amber können wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Gerade wenn wir auch ein paar haben, die wassermäßig... Den Bonus haben. Was ist denn unser Schwein? Da. Das Schwein kann nämlich schwimmen. Deswegen ist das Terrain-mäßige hier nämlich super. Und wir müssen mal ein paar unserer Pets ein bisschen leveln. Da reichen auch zwei. Guck mal, dass man. Das Beste ist eigentlich, dass man möglichst wenig reinpackt, damit dann nämlich das Pet den vollen EP-Wert bekommt. Dass man das nicht so aufteilt. Und gerade bei so 60% ist das ja völlig in Ordnung. Gucken wir mal, ob hier bei den Low-Pads sollte man natürlich dann ein bisschen mehr reinpacken. Normalerweise würde ich dann auch sagen, okay, wir machen, Moment. Plains. Po-Plains? Karotte? Ja, genau. Normalerweise würde ich jetzt auch noch die 7% immer mit nutzen, aber das mache ich jetzt nicht im Video. Panty hat natürlich jeden Konter von den Sachen hier. Ist nämlich immer ganz nice. Hep. Hep. Und bei den Goldmissionen, die sind eh recht preiswert. Mal gucken, wie hoch ist... Ah, nee, das mir dann wirklich. Das lassen wir dann lieber wirklich sein. Und gucken wir noch, was wir ein bisschen noch sammeln können. Brauche noch ein bisschen Ressourcen. Und nebenbei mache ich dann immer so ein bisschen im Off diese Rennen. Ich habe jetzt schon zwei von diesen 80 Sprünge-Rennen gemacht. Also. Werde ich jetzt auch nochmal das Ganze in einem gespeedeten Version aufnehmen, weil das ist halt ansonsten für euch, würdet ihr dann 30 Minuten. Wir zugucken können, wie ich einen Sprung nach dem anderen mache. Ich habe mal grob die Zeit geschafft, das waren glaube ich bei 20 Minuten. Von daher machen wir das, glaube ich, lieber in der gespeedeten Version. So.
Dann schauen wir auch gleich nochmal, wie es heute so ein bisschen von den Rennen ausschaut. Multiplayer Rennen. Der hat gar keinen. Er hat zwei. Okay. Was? Ja. Na. Galaxy sieht auch ganz gut aus heute. Dürften wir eigentlich ganz gut abschneiden mit. Mit zwei von drei Trades sind wir eigentlich ganz gut dabei. Da ist die Wahrscheinlichkeit eher hoch, dass wir da auch was rausholen. Momentan ist übrigens immer noch das Winter-Update. Ich bin mal gespannt, ob Foxy dann direkt nach dem Winter-Update so eine Art Frühlingsding reinbringt. Das wäre auch mal eine ganz interessante Sache. Und bin gespannt, wie lange jetzt der Schnee noch hier bleiben wird. Ich denke mal, das dürfte auch bei Zeiten rausgehen. Wobei, ich habe das Spiel gar nicht aktualisiert. Es kann sein, dass der Schnee längst schon weg ist. Falls der Schnee jetzt schon weg ist und ich das Spiel nur noch nicht aktualisiert habe, dann werde ich es wahrscheinlich in die Comments schreiben. Ist übrigens, falls ihr das nicht bemerkt habt, immer, ihr müsst das Game manuell aus dem App Store immer wieder aktualisieren, wenn da ein Update gekommen ist. Deswegen ruhig immer regelmäßig gucken oder halt eben darauf achten. Ich werde da definitiv auch immer Bescheid sagen, wenn das dann so ist. Dass ihr das Ganze aktualisieren müsst, um dann zum Beispiel neue Pferde drin zu haben oder eben auch ein Update wieder an die Insel haben wollt, könnt, dürft, müsst, sollt. Guck mal, wie es so lange ausschaut noch mit den Pferden. Nein, nein. Und, oh, da hätten wir zum Beispiel den Appaloosa. So, aber da wir jetzt gerade gleich hier den Invite bekommen sollten, nehme ich jetzt keine großartigen... Ja, genau. Wenn ich jetzt nämlich das Pferd gefangen hätte, hätte es sein können, dass ich dann in der Animation festhänge. Und dann wären meine Token weg gewesen. Oh no. 4 von 8. 5. Und... Jetzt kann ich... Ist das jetzt noch die Strecke vom letzten Mal? Oder wäre das jetzt schon eine neue? Ich muss mir überlegen. Na komm. Na. Oh. Die sollten einstellen, dass man auch bei 4 oder bei 5 schon das Rennen startet, weil ich irgendwie sehr, sehr häufig in diese 4 von 8 komme. Nein. Oh. Na gut, dann auf ein neues. Das kriegen wir auch auf jeden Fall hin hier. So. Na komm. Ich hoffe zumindest. Mal gucken, was wir jetzt hier an Pferden dann drin haben. Schwarz. Appaloosa. Ja komm, jetzt können wir ihn aber fangen. Ach so. Nein. Das beendet die Race Queue direkt. Oh mein Gott. Okay, das heißt, das haben sie mitbekommen, dass das ein, dass das einen raushauen würde. Okay. Dann sammeln wir einfach noch ein bisschen Axtwolle. Spitzhackenwolle. Wobei das ja eher wie so ein Zahnarzt-Spitzhäckchen ist, nicht wirklich eine Spitzhacke. So. Jetzt müsste auch gleich wieder der Invite ins Rennen kommen. Ah, ich mag den Rucksack, der ist irgendwie mega putzig. Dieser Rucksack, ey, mit den Augen drauf. Oh, da hinten ist auch... Oh. Da hinten wäre noch Amber.
Na, die 4 haben wir immer instant. Komm, jetzt aber, oder? No. Was ist denn heute los? Was ist denn los? Jetzt? Oh mein Gott. Ach Gott. Wir hatten es schon aufgegeben und dann kommt das Finale doch noch rein. Mal schauen, was wir für Gegner haben. Oh, ich glaube, das dürfte recht easy sein. Ich weiß nicht, ob wir beim Gegner sehen würden, wenn er ein Schild hat. Aber unser Gegner hat nur ein Einhorn. Und noch ein Appaloosa. Also selbst wenn die maximal ausgebildet sind. Natürlich könnten sie uns auf den maximalen Stats schlagen. Das ist richtig. Aber ich vermute mal, dass wir gerade, weil wir unsere zwei Sterne haben, unsere zwei Traits aktiv haben, dass wir dann eigentlich ganz gut abschneiden dürften. Also Top 2 dürften wir auf jeden Fall werden. Außer wir bleiben irgendwie hängen. Das hatten wir beim letzten Mal ja mal. Uiuiuiui. Also wir sind definitiv schneller. Wenn nicht irgendwas Krasses passiert, bin ich sowas von viel schneller. Wow. Das Schild haben wir ja auch noch. Also es kann halt immer irgendwas passieren, dass man dann nochmal irgendwie hängen bleibt oder so. Aber da will man jetzt mal nicht drauf spekulieren. An diesem Hindernis kann man einfach immer vorbeireiten, also so für euch so mal als Info. Wow. Ja, also falls ihr übrigens euch fragt, was euch das Schild bringt. Das Schild sorgt dafür, dass das erste Hindernis, übrigens eine neue Strecke, erste Hindernis, in das ihr reinreiten würdet. Das Hindernis würde ignoriert werden. Also ihr würdet einfach durchreiten können. Da ist übrigens dann wichtig, dass das erste Hindernis zwar ignoriert wird, aber die Stange oder sowas, wenn die runterfällt, dann trotzdem nicht ignoriert wird. Also ihr müsst dann trotzdem gucken, dass ihr dann nicht direkt an der Stange hängen bleibt. Hier ist jetzt wichtig. Oh. Nein, das hat ein bisschen geleckt. So. Bei den Rennen ist es nicht immer 100%, aber hey, war eigentlich eine recht einfache Strecke. Wir haben nicht mal das Schild gebraucht. Und haben safe unsere schwarzen Perlen bekommen. Da würde ich jetzt auch gerne ein Video gucken für 25% Belohnung. Dann hätte man nämlich 6 Perlen schon mal. So. Weitere Perlen gesammelt. Wir stocken so ein bisschen unser Perlenkontingent auf. Dann sage ich aber schon mal danke fürs Zuschauen. Eure Meinung zum neuen Araber gerne in die Kommentare. Freut ihr euch schon aufs Update? Ich kann es persönlich nicht mehr erwarten. Ich würde nämlich wahnsinnig gerne auch dann diese Housing-Insel und alles haben. Das sehen wir dann aber bei einem späteren Update. Und dann bis zum nächsten Mal.